Also ich finde, dass uns in der zweiten Halbzeit die Zonenpresse und der Verlust von Paul die Punkte gekostet hat. Aber wir können mit unserer Einstellung und unserer Leistung sehr zufrieden sein. Sehr gut, schön gesagt. Ja, also erstmal das Ding jetzt neben mir sitzt, ist erstmal sehr schön. In der ersten Pressekonferenz habe ich dir gute Genesung gewünscht, deswegen freue ich mich umso mehr. Genau das, was Ivi gesagt hat, die Zonenpresse hat uns sehr wehgetan in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen an Mentalität vermissen lassen, das konnten wir dann aufholen. Gerade unsere Leader mussten da einen großen Schritt voranmachen, aber das haben sie dann getan. Und dann haben wir in einem Viertel erstmal drei Spieler verletzt rausschicken müssen. Das hat sehr wehgetan. Zwei konnten dann direkt weitermachen. Aber Paul hat was am Fuß, so hoffen wir, dass er wieder fit wird. Und ja, dann ist das Spiel so ein bisschen gelaufen und man konnte nicht mehr viel stoppen. Diese Zonenpresse ist für uns was ganz Neues, darf in unserer Altersklasse in Deutschland noch nicht gespielt werden. Deswegen hatten wir da große Probleme. Aber mit der Mentalität, wie wir zurückgekommen sind, gerade im Viertel 2, aber auch dann nochmal im dritten Viertel, großes Lob an die Jungs. Jetzt müssen wir ganz schnell diesen Tag vergessen und morgen Mittag wieder ein sehr gutes Spiel erleben und an die guten Viertel denken, die wir in diesem Turnier bis jetzt haben. Tak vstup do zápasu se nám vůbec nepovedl. Abychom vyhráli tento turnaj, tak se musíme dobře vyspat, dostat se z toho. A jinak to bez toho nepůjde. Stále se hledáme. Nedaří se nám v obraně, nedaří se nám plnit jednoduché zásady, pokyny, získávat mrtvý míče. V útoku jednoduchý koše jsme zbrklí. Máme zbytečné ztráty. Uvidíme, snad se z toho vyspíme do zítra.